Hallöchen Leute, willkommen zu einem kleinen Spiel. Und zwar spielen wir heute Mountain Blade Warband, das ich vom lieben Nero Sö geschenkt bekommen habe. Danke nochmal dafür. Bei dem Spiel geht es darum, dass wir ein wenig das Rittertum quasi erleben. Und ich mache ein neues Spiel. Ich habe schon das Spiel angefangen. Das Spiel ja auch schon ein bisschen länger. Und ich habe mir auch schon ein bisschen reingeschaut, finde es eigentlich ganz cool und wollte es ja einfach mal, keine Ahnung, wenn wir mal eine halbe Stunde oder so zeigen oder ein paar Sachen machen oder was. Und dazu haben wir hier natürlich einen kleinen Anfangstext. Willkommen bei Mountain Blade Warband Abenteurer. Bevor ihr das Spiel beginnen könnt, müsst ihr einen Charakter erstellen. Vergesst nicht, dass im Spiel eine traditionelle mittelalterliche Gesellschaft dargestellt wird, in der Krieg und Politik üblicherweise von den männlichen Adligen dominiert werden. Das sollte euch aber nicht davon abschrecken, einen weiblichen Charakter zu spielen oder einen gemeinen. Männliche Adlige haben es bei Spielbeginn zwar etwas leichter, doch Frauen und Gemeine können dieselben Ziele erreichen und deren Spiel kann sich weitaus interessanter gestalten, wenn anfangs auch etwas schwerer. Text haben wir am Anfang gar nicht gelesen, wusste ich gar nicht, dass die Adlige es einfacher haben. Wählt das Geschlecht eures Charakters aus, natürlich sind wir männlich. Ihr wurde vor vielen Jahren in einem fernen Land geboren, euer Vater war... Können wir auswählen. Ein verarmter Adliger, ein Handelsreisender, ein Kriegsveteran, ein Jäger, ein Steppennomade oder ein Dieb. Adlige haben es ja leichter, aber ich möchte nicht Adliger machen. Kriegsveteran? In eurer Kindheit überlebte eure Familie eher schlecht als recht vom mageren Einkommen, das euer Vater als Wachmann beim örtlichen Fürsten erhielt. Es war kein leichtes Leben und ihr wart zu arm, um in den Genuss einer Erziehung zu kommen. Was ihr hauptsächlich erlerntet, war der Kampf in den Straßen mit oder ohne Waffe in der Hand. Sobald ihr sprechen und laufen konntet, begannt ihr, die Welt zu erlernen. Ihr verbrachtet eure frühen Jahre als Page am Hof eines Adligen, Lehrling eines Handwerkers, Ladenverkäufer, Gassenkind oder Steppenkind. Ladenverkäufer oder Lehrling eines Handwerkers? Machen wir Lehrling eines Handwerkers. Als Junge, gerade den Kindern schon entwachsen, gingt ihr bei einem örtlichen Handwerker in die Lehre. Nach Jahren harten Arbeitens und Studierens unter eurem neuen Meister erhob er euch in den Rang eines Gesellen und stellte euch als bezahlten Handwerker ein, für so lange ihr zu bleiben wünschtet. Als junger Erwachsener wandelte sich euer Leben. Ihr wurdet ein Junker, ein Troubadour. Junker? Junker waren doch die Leute, die hier Kopf abgemacht haben, ne? Ein Universitätsstudent, ein fliegender Händler, ein Schmied, ein Wilderer. Schmied klingt eigentlich nicht schlecht. Fliegender Händler auch, Universitätsstudent auch. Universitätsstudent? Nee, komm, wir haben das Handwerk erlernt, wir machen einfach den Schmied. Obwohl die Unterscheidung euch wenig bedeutete, wurdet ihr irgendwann Mann und die ganze Welt schien sich um euch herum zu ändern. Ihr machtet das Handwerk des Schmieds zu eurem Beruf und fertigtet Nützliches als auch Schönes aus einfachem Metall. Mit der Zeit wurdet ihr zu einem Meister eurer Zunft und man begann für eure edlen Werke edle Preise zu zahlen. Mit vollem Magen und Holz im Ofen konntet ihr auf eure Arbeit und euren wachsenden Ruf stolz sein. Aber schon bald änderte sich alles und ihr beschlosst, es auf eigene Faust als Abenteurer zu versuchen. Der Grund für diese Entscheidung war... So, Rache, der Verlust eines geliebten Menschen, Wanderlust, Hinauswurf aus dem eigenen Heim, Verlangen nach Geld und Macht. Alle, komm, nehmen wir mal dieses Klischee, Rache. Nur ihr wisst genau, was euch dazu brachtet, euer altes Leben aufzugeben und ein Abenteurer zu werden. Doch mit all der heiß flammenden Wut in eurem Herzen war es keine schwierige Entscheidung. Es verlangt euch nach Rache. Es verlangt euch nach Gerechtigkeit. Das euch Angetane kann nicht ungeschehen gemacht werden und diese Schulden können nur mit Blut vergolden werden. Werdet ein Abenteurer, reitet eurer Bestimmung entgegen. Muss das Spiel gespeichert werden? Kein Abbruch und speichern. Gebt nun euren Namen ein und verteilt eure Punkte für Attribute, Fertigkeiten und Waffen. Ihr könnt verschiedene Elemente auf dem Bildschirm anklicken, um zu sehen, wie sie euren Charakter beeinflusst. So, jetzt nehmen wir mal hier unseren Arm. Hier, den liegt hier. So, Stärke. Hier oben rechts wird angezeigt, was es macht. Jeder Punkt fügt plus einen Trefferpunkt hinzu. Die folgenden Fähigkeiten können nicht über ein Drittel des Stärkewerts hinaus entwickelt werden. Eisenschwarte, Schlagkraft, Wurfkraft, Bogenzugkraft.
Eisenschwerte, Schlagkraft, Wurfkraft und Bogenzugkraft, also die ersten vier. Ah, ist sogar sortiert. Alles klar. Eisenschwerte, jeder zusätzliche Punkt dieser Fähigkeit erhöht Trefferpunkte um plus 2. Schlagkraft, jeder zusätzliche Punkt dieser Fähigkeit erhöht den Nahkampfschaden um 8. Also jetzt mit Waffe oder der Nahkampfschaden halt. Wurfkraft, jeder zusätzliche Punkt dieser Fähigkeit erhöht den Wurfschaden um 10. Lässt die Figur stärkere Bögen benutzen. Jeder zusätzliche Punkt dieser Fertigkeit, bis zu 4 plus Spannwertanforderungen für den Bogen, erhöht den vom Bogen angerichteten Schaden um 12%. Das macht Wendigkeit. Wendigkeit, jeder Punkt verleiht 5 Waffenpunkte. Verleiht 5 Waffenpunkte? Holy shit. Und erhöht die Waffengeschwindigkeit um 0,5%. Die folgenden Fertigkeiten können nicht über ein Drittel des Wendigkeitswerts hinaus entwickelt werden. Waffenmeister, Schild, Athletik, Reiten, berittener Bogenschütze. Waffenmeister. Waffenmeister erhöht die Grenzen der Waffenfertigkeiten. Die Beschränkungen sehen wie folgt aus: 60, 100, 140, 180, 220, 260, 300, 4, 340, 380, 420. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, auf Stufe 0 haben wir eine Waffenfertigkeit von 60. Auf Stufe 1 dann 100 und auf 240, also ist unsere momentane Waffenfertigkeit, die hier zu sehen sind, 140 ist Maximum. Wir können später noch aufleveln, wie man hier sehen kann. Fahren 137 schon. Weshalb wir 140 ist momentan noch ein guter Anfangswert. Wir sind erst bei 52, 39, 47, 15, 15, 31. Werde wahrscheinlich mehr auf Einhandwaffen gehen. Bogenschießen werde ich vielleicht auch noch ein bisschen reintun. Aber ich kann um Gottes Willen nicht mit Zweihandwaffen spielen. Geht mir weg mit Zweihandwaffen. Ich mag es eher mit Schild und Schwert an der Front zu stehen, als mit einer großen, mit einem riesigen Schwert oder was weiß ich. Oder eine Langaxt oder einen Spalter, vor allem mit Hammer. Mit Hammer! Komm! So, Schild. Schild reduziert den Schaden an Schilden um 8% pro Fertigkeitsstufe und verbessert die Schildgeschwindigkeit und Deckfläche. Und Deckfläche. Also steigert das die Hitbox des Schildes quasi? Oh. Athletik, erhöht eure Laufgeschwindigkeit. Ja gut. Reiten und berittenes Bogenschießen, oder? Reiten erlaubt euch Pferde höherer Schwierigkeitsstufen zu reiten und erhöht eure Reitgeschwindigkeit und Manövrierfähigkeit. Das Spiel findet hauptsächlich auf dem Pferd statt. Noch dazu gesagt, ich kann auf dem Schwert nicht kämpfen. Auf dem Schwert? Auf dem Pferd kann ich nicht kämpfen. Mit dem Schwert geht schon eher. Aber das ist irgendwie so komisch gemacht. Die Hitboxen und wie sie reagieren und so. Ich bin da eher im Nahkampf, obwohl man auch zu Pferd einen viel größeren Vorteil hat. Berittenes Bogenschießen. Berittenes Bogenschießen reduziert Schadens- und Genauigkeitsabzüge für Bogenschießen und Stürze vom Pferd. Plündern? War Plündern hier auch noch drin? Ah, wird wahrscheinlich nicht mal angezeigt. Diese Fertigkeit erhöht die Menge des erhaltenen Plünderguts um 10% pro Fertigkeitsstufe. Truppfertigkeit. So, dann Intelligenz. Jeder zusätzliche Intelligenzpunkt gewährt sofort einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt. Die folgenden Fertigkeiten können entwickelt werden: Ausbilder, Spurensuche, Taktiken, Wegfindung, Aufklärung, Inventarverwaltung, Wundbehandlung, Chirurgie, Erste Hilfe, Baumeister, Überzeugungskraft. Also bis hier. Ausbilder. Jeden Tag verleibt jeder Held mit dieser Fähigkeit jedem anderen Truppmitglied einige mit geringer Stufe ein bisschen Erfahrung. Die Erfahrung wächst wie folgt: 0, 4, 10, 16, 23 bis 80 hoch. Okay. Spuren so. Spuren werden informativer. Oh. Könnte nützlich sein. Taktik, wie man hier sieht, Truppfertigkeit. Man kann sich eine eigene Armee aufstellen. Bei mir war es von ihm über 20 gekommen, aber man kann es. Jeweils zwei Stufen dieser Fähigkeit erhöhen den Kampfbeginnsvorteil um ein. Kampfbeginnsvorteil? Die Kerngeschwindigkeit des Trupps wird um 3% pro Fähigkeitsstufe erhöht. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Die Sichtweite des Trupps wird 10% pro Fähigkeitsstufe erhöht. Erhöht das Aufwärmvermögen des Inventars um 6 pro Fähigkeitsstufe. Anführerfähigkeit. Wir werden den Anführer spielen, also nicht wundern. Wundballung, die Heilungsgeschwindigkeit des Trupps wird um 20% pro Fähigkeitsstufe. Oh, das ist auch wichtig. Jeder Punkt dieser Fähigkeit ermöglicht eine 4% Chance, dass ein tödlich verwundetes Truppmitglied nur verwundet statt getötet wird. Oh.
Helden erhalten pro Fähigkeitsstufe 5% von den Missionen verlorenen Trefferpunkten wieder. Wenn ich mich gut anstelle, brauche ich es nicht. Konstrukteur dieses Fähigkeits hilft euch beim Bau von Belagerungsmaschinen und Verbesserungs von Lehren. Diese Fähigkeit lässt andere Leute euren Standpunkt einsehen. Gefangenenhandhabung. Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die Maximalzahl der Gefangenen um 5. Anführerschaft. Jeder Punkt. Achso, wir sind jetzt bei Charisma. Ah, egal. Das erzähle ich gleich. Jeder Punkt erhöht die Maximalzahl der Soldaten, die ihr befehlen könnt, um 5. Erhöht eure Truppenmoral und reduziert die Solde um 5%. Haben wir schon 2. Das heißt, wir haben schon. Wir können schon 10 Leute mitbringen, glaube ich. Jede Stufe dieser Fähigkeit reduziert eure Handelsabzüge um 5%. Charisma. Jeder Punkt erhöht eure Truppgrößenbeschränkung um plus 1. Ah, das heißt, da. Also, wir haben jetzt 7 plus 10. 17 Leute können wir mitnehmen. Die folgenden Fähigkeiten können nicht über das Charisma lernen. So, die haben wir jetzt: Einhandwaffen, behandelt den Gebrauch, einhändiger Schwerter, Echse und stumpfer Waffen. Also. Hämmer, Schwerter, Langechse, Spalthämmer, Speere, Lanzen, Stäbe etc. Bögen, Armbrüste. Und wie man Wurfwaffen wie Wurfsperren, Wurffallen, Steine etc. Verteilen wir doch erstmal unsere Punktzahl. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen 2 hier drauf, einen da drauf und ja, Charisma brauchen wir jetzt nicht so zwangsweise, vor allem da die Punkte ja schon vergeben sind. Intelligenz, doch, Intelligenz ist eigentlich ganz okay. So, Gesundheit sind wir bei 50, das möchte ich eigentlich so behalten. Dann machen wir was auf Schlagkraft, Bogenzugkraft, Waffenmeister können wir nicht. Schild, Schild ist gut, Schild ist wichtig. Reiten brauchen wir jetzt nicht, plündern. Spurensuche, Wegfindung und... Chirurgie, Wundbehandlung, Überzeugungskraft, jetzt bin ich überfordert, Reiten, Athletik, Schild können wir nicht mehr, Schlagkraft, oder was das, Waffe, ach, Waffenmeister können wir eh nicht machen, Schild ist auf 2, plündern. Ja, doch, plündern. Plündern ist doch relativ wichtig. So, und hier gehen wir... 5... Ich wollte... Ah, okay. So, denke ich mal. Ja, doch. Ändert das Gesicht eures... Oh Gott, sind wir ja auch mal fertig? Ich frage mich ja jetzt schon, wie lange ich aufnehme. Wir sind fast 20 Minuten hier drin. Vielleicht wird das auch ein bisschen länger. Meine Güte, sieht so scheiße aus. Wir sind natürlich in Alter verbittert. Nein, wir sind natürlich in der Blüte unserer Jugend. In einem Vollbart ohne Haare. Oh, hey. Ah, noch mit solchen Dings. Haarfarbe. Ja, dunkle Haare. Gesichtsbreite. Ja, lassen wir so. Ich mag solche Einstellungen überhaupt nicht. So. Er gehört von Kalradia, einem Land zerrissen vom Machtkampf zwischen rivalisierenden Königreichen. Ein Paradies für Ritter und Söldner, Schurken und Abenteurer. Alle auf der Suche nach Reichtum, Macht und oder Ruhm. Suche ich nach dem One Piece? Lieber nicht. Ihr glaubt, in diesem Land großer Gefahren und noch größerer Gelegenheiten eure Vergangenheit hinter euch lassen und ein neues Leben beginnen zu können. In diesem Moment, auf einer Anhöhe, über einem fernen Übungsplatz, habt ihr endlich das Gefühl, den Schlüssel zu eurem Schicksal in euren Händen zu halten, freie Entscheidungen treffen zu können und das großartige Abenteuer auf euch warten, ganz gleich welchen Weg ihr einschlagt. Inspiriert von den Geschichten, die ihr über Kairadia gehört habt, schließt ihr euch einer Karawane nach Praven im Swadischen Königreich an. Schließt euch eine Karawane nach Reivadin in Velgir Königreich an. Eine Karawane nach Tulga im Kergit Kanat an. Ein Schiff nach Sagot im Nordkönigreich. Ein Schiff nach Yelkala im Rodok Königreich. Oder eine Karawane nach Charis im Saranidischen Sultanat.
Er spricht mich jetzt gerade nicht spontan an, aber ich möchte Karawane. Ich mag Schiffe nicht. Ich habe Angst vor dem Wasser. Reva, den klingt ziemlich cool. Erinnert mich ein bisschen an Oblivion. Ihr habt das Vegia-Hochland durchquert, ein Plateau, das den harten Nordwinden ausgesetzt ist. Das Land hier ist fast ganzjährig. Oh, warum musste ich ein Winterbiom nehmen? Doch die Wälder sind reich an Pelztieren und in den Flüssen wimmelt es nur so vor Fischen. Der Reichtum des Landes zieht die Händler an, die wiederum Banditen anziehen. Ab und zu bemerktet ihr dunkle Gestalten auf zotteligen Ponys, die den Vorbeizug eurer Karawane von einem verschneiten Hügelkamm aus beobachten. Und ihr wart sehr froh, als im weiten Tal des Bolok-Fluss die Turmspitzen von Raevadin in Sicht kamen. Als ihr die Schenke in Raevadin findet, seid ihr bereits sehr erschöpft und schlaft schnell ein. Voller Tatendrang erwacht ihr aber schon vor Anbruch der Dämmerung und erforscht eure Umgebung. Ihr zieht durch die Straßen des Verlassenen, die verlassen erscheinen. Plötzlich hört ihr ein Geräusch, das euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Das Schaben einer Klinge, die aus ihrer Scheide gezogen wird. Ich mach dich kaputt. Autsch. Aua, wie kann ich nochmal mein Schwert ziehen? Nein. Moment. Schwer ziehen. X. X. Habe ich kein Schwert? Doch. Zieh doch das Schwert, du Fisch. Ah, jetzt. Zack. Das ist ziemlich cool, weil man, je nachdem, wie man die Maus halt. Oh, hey. Je nachdem, wie man die Maus zieht, so von oben nach unten, macht er halt so einen oben nach unten Schlag. Zur Seite einen Seitenstich, wenn man so nach vorne zieht, sticht dazu. Geht es euch gut? Nun, ich denke, ihr seid auf jeden Fall am Leben. Ich bin nicht so sicher, ob das auch auf den anderen Knaben zutrifft. Da ist ein Dieb, weniger auf unseren nächtlichen Straßen, obwohl er weiß, der Himmel nicht der letzte sein wird. Naja, vielleicht könnt ihr mir bei etwas behilflich sein. Reden wir drin, hier draußen weiß man nie, wer zuhört. Der Händler bringt euch zu seinem Haus. Kaum hineingegangen, bleibt er für eine Weile an der Tür stehen und beobachtet die Straße. Als er dann endlich überzeugt ist, dass euch niemand gefolgt ist, nähert er sich euch und beginnt zu sprechen. Wir kriegen unsere erste Quest. Reden. Wie? F? Nun lasst mich meinen Vorschlag erläutern. Wir hatten schon immer Briganten zu den Hügeln, die durch Krieg, Schuld oder Liebe zur Gewalt diesen Lebensstil wählten. In letzter Zeit sind sie aber frecher geworden, sie verlassen ihre Lage in der Wildnis und trauen sich in die Stadt, wo sie nach leichter Beute suchen. Der Wachhauptmann sagt, das kommt durch die Kämpfe an allen Fronten, es sind weniger Männer da, die ein Auge auf die Straßen haben können, aber ich bin nicht so sicher, was ich davon halten soll. Mir erscheint die logischste Erklärung zu sein, dass diese Banditen einen Verbündeten innerhalb der Mauer haben, der ihnen hilft, sich unentdeckt Zugang zu verschaffen und ihnen bei der Identifizierung besonders lohnender Ziele zur Hand geht. Letzte Woche haben sie meinen Bruder entführt. Ich weiß nicht, was mein Bruder sich dabei dachte, ein Junge aus prominentem Hause in Zeiten wie diesen nach Anbruch der Dunkelheit allein auf der Straße. Nun, ihr wart auch so naiv, aber ihr seid fremd hier und wusstet nicht, wie schlimm es hier mittlerweile zugeht. Er hatte keine solche Ausrede, aber er gehört zur Familie, was soll man also machen? Wenn man seine Familie nicht beschützt, beginnen die Leute zu denken, man könne auch seine Investitionen nicht schützen, und das darf nicht sein. Zweifelsohne wird die Bande sich bald wegen Lösegeld melden, aber ich habe keine Absicht, es zu zahlen. Hier ist also mein Vorschlag. Ihr seht aus wie jemand, dessen Klinge so einiges gesehen hat. Und noch wichtiger, ihr seid bestimmt ehrgeizig. Sonst würdet ihr nicht in Kalradia euer Glück suchen. Ich möchte, dass ihr das Folgende für mich tut. Schart einen kleinen Trupp zusammen, findet diese Banditen in ihrem Lager, erteilt ihnen eine Lektion, die sie nicht vergessen werden, und holt meinen Bruder sicher zurück. Dafür bekommt ihr meinen ewigen Dank und ein bisschen Silber. Was sagt ihr? Ja. Ihr werdet dies aber nicht alleine tun können. Wenn ihr versucht, eine ganze Bande eigenhändig anzunehmen, wird aus dem Jäger der Gejagte. Ihr solltet zuerst einen Trupp Freiwillige ausheben. In den Dörfern hier gibt es immer ein paar Bengel, die nach interessanter Arbeit suchen, als Felder zu bestellen oder Wasser zu schleppen. Sie werden euch folgen, wenn ihr zahlt. Nehmt also diesen Beutel mit 100 Dinaren. Seht es als Vorschuss auf eure Belohnung an. Macht die Runde durch Dörfer und teuert mit diesem Geld Hilfe an. Ich schätze, ihr braucht mindestens 5 Männer, um diese Banditen zu besiegen. Sehr wohl, Herr. Ich werde eine Truppe in den Dörfern rekrutieren. Gut, sucht mich wieder in der Taverne hier in Raevadin auf. Wenn ihr euren Trupp zusammen habt, dann sprechen wir über den nächsten Schritt. Ja, erste Quest angenommen. Mit cool können wir uns umschauen. Es anschauen. Ja. Drückt ab zum sofortigen Verlassen. Ciao.
So, das ist das Overlay. So ziemlich. Finde ich ziemlich cool. Ah, hier ist auch Raven. Das ist doch gar nicht. Ja. Egal. Wir gehen mal eben nach Ayike. Seht nun die Weltkarte. Links klickt auf die Karte, um euren Trupp zur angeklickten Stelle zu bewegen, die ausgewählte Stadt betreten zu lassen oder den ausgewählten Trupp zu verfolgen. Die Zeit pausiert auf der Weltkarte, wenn euer Trupp nicht marschiert, wartet oder Rast macht. Um an eine Stelle zu warten, drückt und haltet die Leertaste. So, jetzt sehen wir unseren Ein-Mann-Trupp von mir. Hier können wir einiges machen. Wir können zum Dorfzentrum gehen, dort können wir ein paar Quests annehmen. Freiwillige rekrutieren, was wir machen werden. 5 Wege rekrutieren. Kommt mit. Zum Dorfzentrum gehen. Dann schauen wir doch mal. Wir sind zu Beginn immer auf Pferd. Und je öfter man W drückt, umso schneller reitet es. Ich kann natürlich auch springen. So, ich suche natürlich hier den Dorfältesten. Du siehst mir dann nicht gerade wieder Dorfältester aus. Was haben wir da? Du bist ein Dörfler. Noch ein Dörfler. Man kann übrigens auch das Gebiet drumherum absuchen. Falls man irgendwas sucht. Da hatte ich tatsächlich eine Quest. Noch ein Dörfler. Ach da, wahrscheinlich du da. So. Da hatte ich tatsächlich eine Quest, da sollte ich jemanden suchen und habe die gesamte Umgebung des Dorfes hier abgesucht. Nicht nett. Habt ihr irgendwelche Aufgaben, für die ich erfüllen könnte? Wir haben sehr unter einiger Gruppen Banditen zu leiden. Sie stehlen unsere Nahrung und unser Vieh und töten jeden, der ihnen nicht sofort gehorcht. Unsere Männer sind wütend, dass wir uns nicht verteidigen können, doch wir sind nur einfache Bauern. Mit etwas Hilfe könnte man aus einigen Dörfern jedoch etwas mehr herausholen. Wir brauchen einfach einen erfahrenen Kämpfer, der uns die Kampfeskunst lehrt. Oh boy. Das könnte lange dauern. Tatsächlich, oh wie schön. Wir stünden tief in eurer Schuld, mein Herr. Ich werde den Dörfern sagen, hierher zu kommen und sich von euch im Kampf unterweisen zu lassen. Wenn ihr uns die Selbstverteidigung lehren könnt, werden wir euch dafür bei meinem Ehrenwort alles geben, was wir können. Das heißt, wir können jetzt die Bauern ausbilden. Und das heißt, wir müssen einfach eine Person niederknüppeln. Meistens. Zumindest das letzte Mal. Das dauert einige Tage in dem Spiel. Beginnt den Übungskampf. So, jetzt können wir hier... Können auch blocken. So. Mal zustechen. Und soweit ich es weiß, ist es völlig irrelevant, ob ich jetzt den Typen niederprügel oder mich eine halbe Stunde lang von dem kloppen lasse. Und ja. Und halt sage, hier, ich block die ganze Zeit, ich block die ganze Zeit, ich block die ganze Zeit. Das macht meiner Erkenntnis nach null Unterschied. Und solange das da wartet, trinke ich mal kurz einen Schluck. Wochenbudget? Jetzt schon? 200? 195? Hat er mir nicht 100 gegeben? Habe ich nicht schon 50 bezahlt? Egal. So. Alles klar, den nächsten niederknüppeln. Zack. Batz. Bong. Hat er das abgeblockt? Der Sack. Oh, hey. Das gleiche fällt sich übrigens auch mit dem Blocken. Kann so... Oder mir ist es so ähnlich. Das soll, muss, müssen wir, glaube ich, so schnell wie möglich machen, bis die Banditen halt wirklich angreifen. Danach gibt es Massengemetzel. Entschuldigung. Oh, fangen wir doch einfach mal an, hier noch mehr Leute zu verprügeln. Ich mag das Spiel wirklich sehr. Das ist auch eines von Leros Lieblingsspielen. Und ich liebe solche Mittelalter-Games. Deswegen, ich war ja skeptisch, okay. Mountain Blade, dachte ich mir tatsächlich schon mal, könntest du vielleicht. Schauen wir mal. Und hab Lero dann Rust geschenkt und er hat mir dann halt im Tausch Mountain Blade geschenkt. Hat mir dann gesagt, das ist eines seiner Lieblingsgames. Danke nochmal dafür. Batz. Zack. Und. Okay. Ah, nicht schlecht. Aha. Oh, hey. Batz. Geschwindigkeitsbonus ist, glaube ich, einfach so ein
Bisschen Bonusschaden halt. Bei 2% mit Dings, ne? In den Dorf scheint zu blühen. So, in den Feldern herrscht reges Treiben und pralle Säcke. Oh. Man kann auch in solchen Hauptstädten eigenes Geschäft holen. Das ist aber erstens teuer. Und ich weiß nicht, was alles dazugehört. Weil man kann auch schmieden und alles, das kann man halt wirklich machen. Aber ich bin nie so weit gekommen. Oder hab's nie so weit gespielt, sagen wir so. Wird immer nur so einen kleinen Proben. Und einmal habe ich versucht, jemanden zu Knast zu befreien und lief nicht so gut. Saß hinterher selber ein bisschen drin. Geschwindigkeitsbonus plus 26 Schaden, das ist schon eher was. So, bildet die Bauern aus. Fällt. Es ist 11 Stunden damit, einige Bauern zur Ausbildung bereitzustellen. Ich weiß auch wirklich nicht, wie viel das jetzt bringt. Und ich weiß auch nicht, wann die Banditen halt angetrabt kommen. Einer von ihnen, okay. Ich glaube, je höher das Ausbild ist, umso weniger Zeit verbraucht es und umso besser werden die dann auch ausgebildet. Mit solchen Seitwärtsziehen schon einige Probleme. Ciao. Scheinen die Probleme zu bekommen. Und wir töten sie ja nicht, wir prügeln sie nur herzhaft zu Boden. Das Dorf Masik wurde von Alagur neu ins Trupp geplündert. Oh nein. Bog Dramuk. Boyarudin von Königreich Veges wurde im Kampf besiegt, konnte aber fliehen. Raf Plä von Königreich Svadin wurde von Kanat Kel gefangen genommen. Okay. Ich hatte mal eine Quest von so einem Typen angenommen. Von so einem Oberhaupt quasi. Und der wurde gefangen genommen. Den wollte ich nämlich befreien. Ich wollte die Quest beenden. Konnte ich aber nicht. Ich konnte schon. Als ihr euch für die Fortführung der Ausbildung bereit macht, kommt ein Wächter aus dem Dorf unter Alarmgeschrei herbeigerannt. Die Banditen wurden am Horizont gesichtet, beim scharfen Ritt nach Ayike. Der Älteste bittet euch inständig, sie mit eurer neu ausgebildeten Miliz anzugreifen. Macht euch bereit zum Kampf. Da hinten stehen sie auch schon. Oh hey. Nicht auf mich. So, alle die mit dem Schild über dem Kopf sind unsere Verbündeten. So, es ist ziemlich schwer auf ein Pferd zu schießen. Und man muss halt stehen bleiben, um die Bolzen zu spannen. Kann ich noch nicht anvisieren? Hier. Ja, auch ein bisschen mitmischen. In unseren Schildzustand. In einer gewissen Zeit bricht der Schild und dann ist er einfach weg. Oh, hey. Haben wir noch Männer? Irgendwie nicht so, ne? Aha. Was einfach aus sicherer Entfernung. Was wollt ihr tun? Zack, Nummer 1 weg. Ich habe eine Karte bekommen, cool. Oh, sehr gut gemacht, Bauer. Bauer Gurke, oh ne. Hi. Na, Glocke. Zack. Oh. Schnipp, schnapp, schniepel ab. Wir haben es geschafft, but at what cost? Finde ich auch. Durch die Tab-Taste zum Verlassen. Das ganze Zeug wird automatisch gelootet. Glaube ich. Weil man kann die Leute hier nicht ausnehmen. Scheiße, er hat echt nur ein Mann von mir überlebt? Hier. Den Feind besiegt, eure Verluste 4 Vegari-Runen, 2 getötet, 2 verwundet. Gesamt 2, 4, 4 getötet, 2 getötet, 2 verwundet. 22 Bauern, 19 getötet, 3 verwundet. Ja gut.
17 weit bei den 12 getötet, 5 verwundet. Die Banditen sind geschlagen, die wenigen noch übrig gebliebenen nehmen aus Furcht vor den Bauern und ihren neuen Helden die Beine in die Hand. Die dürfen dann nach dieser Tortur nur noch wenig ihr eigen, bieten euch aber aus Dankbarkeit alles an, was sie haben. Dankeschön. Wow! Doch so viel, ja? Zurückgehen wir es einfach. Zurückgehen. Hey, kauf Vorräte von den Bauern. Ja, handelt. Oh. Ja, stimmt, die haben ja nichts mehr. Okay. So viel zu meinem Trupp voll Leute. Habe ich ein Level abgehabt? Ja. Wendigkeit. Intelligenz. Können wir mal Intelligenz, dann kriegen wir noch so einen Bonuspunkt. Schlagkraft und ausbilden. Oh nein, ich habe hier noch nicht weitergegeben. 35 ist gut. Oh, 65? Warum? Ach stimmt, die kann man nur bis zu einem bestimmten Wert so. Ah ne, ich habe nicht genug Punkte gehabt, um es weiter abzugraden. So, nähert euch dem Tor und ruft die Wachen an. Achso, es ist eine Burg, stimmt. Gehen wir mal nach Talasim Tatsamesh. Oh ey, nein, nein, nein. Ich wollte echt nur mal schnell zu Outer City runterscrollen. Okay, machen wir es halt so. 31 Minuten, ja. Ich würde sagen, wir. Ach, da war ein Pfeil auf dem Boden. Rekrutiert Freiwillige. Drei Swanische, okay. Vorräte von den Bauern. Wolle, Korn. Ich habe noch einen Räucherfisch. Das reicht, glaube ich, noch. Kann ich die Fälle hier verkaufen? Ihr werdet 80 Dinare erhalten. Ich habe nur 0. Gut, dann nicht. Bocktil baut. Gehen wir noch nach. Wird überfallen. Ja, ärgerlich. Dann gehen wir nach Rebache. Da will ich mich jetzt nicht einmischen, wenn es da überfallen wird. Habe ich übrigens auch mal gemacht. Dorf überfallen. Natürlich haben sie sich gewehrt. Die kleinen Schlawiner. So, auf Buba wurde von Meier geplündert. Hallo? Gefecht, alles klar. Misch ich mich mal nicht ein. Ah, so kann man auch. Alles klar. Rebache. Freiwilliger. Niemand da? Okay. Du hast auch kein Geld. Was bist du denn für einer? Warum will sich mir niemand anschließen? Gut, dann gehen wir nochmal nach Sumbuja. Sumbuja. Freiwillige 3 Stück. Okay. Vorräte. Ich könnte mir natürlich. Ach. Okay. Alles klar. Und zurück nach Revadin. Urumuda Noyan von Kanat Kegit wurde im Kampf besiegt, konnte aber fliehen. Ah, Spuren Richtung Noyan. Alles klar. Die Schenke. So, wo ist denn dieser Händler? Lösegeldvermittler. Alles klar. Ach, du bist es. Ich werde die Banditen jagen gehen. Ich war mir jetzt ein bisschen zu lang. Buchhändler? Das ist ja mein Büchern. Zeig mir schon. Heilige Scheiße. Shit. Fordert 11 Intelligenz zum Lesen. Ja gut. So schlau bin ich nicht. Aber das hier könnte ich haben. Also benutzen. Werkzeuge, das ist eben. Nein, der Kerl. Diese Preise, ne? So, wo sind die Banditen? In Erfahrung bringen. In der Nähe von Verstecktheit und bringt in Erfahrung, wo in der Boot erst auf gebracht wurde. Ja, gut. Warte mal, die Spur hier. Die führt Richtung Norden.
Bin mir jetzt nicht sicher und ich glaube auch nicht, dass es irgendwas bringen wird. Plünderer, 14. Wir sind frei, Brüder, aber jetzt kämpfen wir nur noch für uns selbst. Nun gebt uns euer Gold oder schmeckt unsere Klinge. Oh. Alles klar. Wir können jetzt selber an dem Kampf mit teilnehmen oder nur die Soldaten. Oder wir können zurücklassen. Greifen die Soldaten an. Natürlich, zusammen mit unseren Soldaten. Auf sie! Vergenusswurzelt sie! Und vergewaltigt ihre Eingeweide? Keine Ahnung. Ein Fluss ist im Weg. Ach du Scheiße. Und 11 Mann. Zum Angriff, Männer! Irgendwie könnte man auch reinzoomen. Paar Warnschuss abgeben. Oh hey! Auf. Oh hey! Das tat aber ein bisschen weh. Okay, scheiße. Schild und Schwert in die Hand nehmen und Vollgas voraus. Zack. Oh. Ah, abgewehrt. Verdammt. Boah, yes. Und zack, gleich nochmal. Und den holen wir auch noch. Und den auch noch. Autsch. Oh Scheiße, bin gleich tot. Lauf! Autsch. Wollt ihr mich verarschen? Ich hatte 9 Mann. Wo sind die alle hin? Warum sind alle meine Männer tot? Wollt ihr mich verarschen? Ich flieh lieber. Oh Gott. Wollen wir fliehen? Ja. Gibt einen Soldaten, gegen die ihre neuen kämpfen können. Nee, jetzt haben die mich gefangen genommen. Kann mich jemand reden? Ja, nur nicht bitte, nur nicht zu weit. Nach halb von Tagen die Verschleppung bietet sich euch eine Gelegenheit und ihr flieht vor euren Peinigern. Alles klar. Oh nö, schnell weg. Rotiert frei einer. Wow. Ich brauche Rüstung. Dringend. Zurück nach Revardin. Lief nicht ganz so geil. Es waren 11 Mann, Leute. Ernsthaft? 9 gegen 11. Und ich war noch dabei. Also 10 gegen 11. Das kann doch nicht so ein krasser Unterschied gewesen sein. Marktplatz. Rüstungshändler. Oh boy. Sehr schön, dass das jetzt sehr teuer ist. Ich brauche einfach irgendwas von mir aus ruhig billiges. Plus 3 auf Beinschutz. Ich zieh mein Kleid an, genau. Eine Lederjacke. So eine geile Lederjacke. Ist doch bestimmt ganz gut. Ja, Lederjacke. Dann noch 92. Wir werden 14 erhalten. 5 plus 7 plus 16. Wie viel muss ich zahlen? 61. Gut, 66. Ist okay. Kann ich mit leben. Ich hätte natürlich gerne so einen richtig fetten Brustpanzer hier. Warenhändler. Oh hey. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Verdammt. Okay. Passt schon. 12 Plünderer gegen Menschenjäger. Halte ich mich raus. Habe ich keine Lust drauf. Geht zum Dorfzentrum.
brauche ein bisschen Geld, sprich, wir sollen ein bisschen questen. Ich bin übrigens nicht. Also, ich weiß noch nicht, ob ich zu dem Spiel mehr Videos machen werde. Weil als ganzes Projekt eignet es sich nicht, finde ich. Dauer ist. Es ist einfach Open Ziel. Du kannst machen, was du willst. Momentan brauchen wir nichts. Willst du mich verarschen? Achso. Hat Rebache was zu tun? Boja Kavel. 60 Mann. Boah. Hätte ich auch gern. Geh zum Dorfzentrum. Irgendwie kann ich keine Freiwilligen mehr rekrutieren. Habe ich irgendwie blöd gemacht? Also klar, natürlich, ich habe mich blöd angestellt, aber ja. Hallo, Herr Dorfältester. Ein warmes Süppchen am Genießen. Hätte ich auch gern. Guten Tag. Ich möchte Quests. Warum hat niemand Quests für mich? Ich brauche Geld. Ich wollte kurz Trupp schauen. Gerekrut. Für 10 Dinare kann man den später aufstufen. Was für mich zu wissen gibt. 60, 60, 60, 1 auf Reiten, 2 Inventarverwaltung, Gefangene, Handhabung, Anführerschaft, Handel. Nichts zieht weiter. Oh, habe ich mein Zeug angezogen? Nö. So, jetzt sehen wir mal richtig sexy aus hier. Ja, ich weiß, dass mein Trupp nicht zu essen hat. Halle des Fürsten. Guten Tag. Lady, stehe zu Dienst. Ich bin Gattin Tuboja Kavel, Mutter Tuboja Harisch, Mutter Tunelia. Warum ist nie jemand da, wenn man ihn braucht? Oh, das könnte mir eventuell wehtun. Ah, ne. Einmal. Mit Profis. Kurav. Das ist ein bisschen fetter geschrieben, also denke ich mal, es ist eine Hauptstadt. So wie Reivadin. Ich möchte noch ein bisschen was zeigen. Keine Ahnung. Also ich wüsste nicht was, aber... Vielleicht mal ein Dorf überfallen. Oder sowas. Ah, in die Schenke. Ist ja irgendwas. Guten Tag. Schankwirt. Schankwirtin. König Jaroglek. Boja Wildrat. Boja Rudin. Der Gildenmeister hier in Kura. Puh, der hätte ich fast eine gegeben. So sieht übrigens das Stadtzentrum aus. Hallo. Der Gildenmeister. Du bist ein Händler? Waffenmeister. Du bist ein Waffenschmied. Ich wüsste jetzt nicht, wo... Ja, doch. Kann mir schon Unterschiede dazu vorstellen. Städterin. Dörflerin und Städterin. Das müsste der Waffen... der Gildenmeister sein. Das ist übrigens ziemlich eng gebaut. Das ist ein Pferdehändler. Hm. Habe ich noch ein Pferd? Okay. Spezielle Straße. Das wollte ich jetzt nicht gerade machen. Ja, habe ich noch. Okay. Wo könnte der Typ sein? Steht halt auch mal so draußen rum.
Tempel. Oh, da bin ich. Was hätten wir hier? Nix. Lehrende Gähne. Hier haben wir ein Laden. Tür zu Laden. Hallo. Wie ist das Leben hier? Das heißt, es sind schwer, mein Herr. Doch, wir müssen da deswegen das hier haben. Welchem Geschäft geht ihr nach? In einer Mühle, wo ich mir verbot. Brot ist billig, hält sich gut und füllt den Magen. Oh, bist du da der Typ? Der eine? Ja, Gildenmeister. Hallo. Habt ihr einen Auftrag für mich? Tundra-Banditen. Marktplatz, Warenhändler. Ich muss was zu essen holen. Kriege ich wenigstens noch ein bisschen Geld. So. Was war die Quest? Banditen ausspüren. Die Reisenden nahe Kurav angegriffen haben. Das ist gut, so. Ohne Trupp. Dann gehen wir doch mal nach ein paar Truppen schauen, oder? Hallo. 40 Dinar. Oh, jetzt bin ich pleite. Shit. Reisende nahe Kurav angegriffen haben. Ich hoffe, der Trupp ist nicht zu groß, sonst werde ich Probleme kriegen. Das sind Dorfbauern. Die greifen nicht an. Noch nicht. Das Mirala wurde doch gerade überfallen, oder? Da habe ich mir das nur eingebildet. Nahe Kurav. Könnte überall sein. Tundra-Banditen waren es aber. Menschenjäger, okay. Die sind mir von Natur aus freundlich gesinnt. Deserteure. 9 plus 3. Oh, sind das die meine Typen da? Ihr Bastarde. Tötet sie. Ansehenswert für dieses Gefecht ist 14. Kampfvorteil 0. Ich muss vielleicht ein bisschen auf Taktik skillen. Auf Tic-Tac. Wo rennt ihr hin? In die Richtung. Oh, sind schon wieder all meine Leute tot. Das gibt's doch nicht. Was taugt ihr eigentlich? Vielleicht bin ich tot. Hey. Geile Rektor. Oh nö, den ich schon wieder gefangen nehmen. What reason der Dörfler aus raubten eine Frau aus einer prominenten Familie in Rotunda? Alles klar. Ja, bringt mir gerade nichts. Ja, verschleppt mich doch noch weiter, was ist da los? Okay, ich würde sagen, das lief jetzt nicht ganz so nach meinem Gutdünken. Weiß nicht, irgendwie hatte ich vorher mehr Glück. Wir sind so ziemlich pleite. Haben noch einen Kohlkopf. 5 Dinare. Und keine Soldaten mehr. Ja, gut.
Und damit würde ich einfach sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr mehr sehen wollt, keine Ahnung, mal ein bisschen, einfach nur ein bisschen rumgewuselt, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, vielleicht noch mal ein bisschen probieren. Lasst es mich wissen. Danke nochmal, Lero, für das Spiel. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch zurückgefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik sind mir erwünscht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!